Na gut, wir wollen spielen. Wir wollen nicht die Tagesaufgabe machen, sondern erst ein bisschen trainieren. Und zwar werden wir dich spielen und wir werden direkt in den Dschungel gehen. Damit ich jetzt schon da ein bisschen üben kann, die letzten Monster kennenlernen, die letzten Fallen kennenlernen. Und dann hoffentlich in der Tagesaufgabe die ganze Mine durchspielen und dann ein bisschen was im Dschungel. Flupp. Und wir starten, ja, ganz normal mit 4 Bomben, 4 Herzen, 4... Was? Das ist eine üble Ecke. 2 Äpfel und ganz viele Stacheln. Da sehe ich mich doch jetzt schon sterben. Da ist eine Tiki-Falle. Nee. Wir gehen mal hier durch. So. Hops. Oh, das war nicht der Plan. Da unten ist eine Fleischfresspflanze. Das ist keine sehr schöne Ecke für uns. Zoink. Da muss ein Typ mit einem Bumerang. Dich kennen wir, du bist nicht schlimm. Nur die rote Version von dir ist schlimm. Oh, ein Shop. Aber wir haben fast kein Gold. Ah, aber das ist ein Kletterhandschuh. Also wir brauchen jetzt ganz schnell. Oh. Nicht so schnell. Und hey, wir können den Bumerang klauen. Ah, er fängt ihn selber auf. Sehr gut. Also wir können uns nicht damit verletzen. Ja. Was bist du für ein Ding? Du machst keinen Schaden. Wir können aber nichts aufheben hier. Können wir mich rauspeitschen? Nee. Bumerang steht fest. Okay, das ist einfach nur eine Möglichkeit, schnell irgendwo hinzukommen. Zing. Oh. Ja, der hängt jetzt da oben fest. Ja, nö. Das spare ich mir einfach mal. Ich gehe mal weiter runter, ob ich da irgendwas Neues finde. Wirklich gut spielen will ich jetzt ja gar nicht. Ich will ja nur möglichst viel kennenlernen. Nur 2 Bläulinge. Au. Mitnehmen. Rauf, au. Raufspringen. Oh, da unten ist ein Fisch. Warte mal, ich versuch mal. Kannst du mich treffen? Nee. Also die Fische hier im Wasser sind wohl ungefährlich. Jedenfalls der kleine Fisch da. Tiki-Falle, Tiki-Falle. Also irgendwie erwarte ich mal Piranhas im Wasser. Und oh, das ist ein roter Frosch. Genau. Oh. Hey, der ist von unten gegen unsere Füße gesprungen und nicht gestorben. Schnell Neustart. Hm. Also ja, die roten... Oh. Die roten Frösche sind noch ein bisschen Mysterium für mich. Also wie ich denen Schaden zufüge. Raufspringen hätte ich schwören können, hätte ich gerade versucht, aber das hat nicht so geklappt. Plop. Da ist ein rotes. Was bist du? Das Ding hier sieht komisch aus, wo ich gerade drauf rumspringe. Das ist wohl nur Deko. Okay, boah. Falsch an. Hops, 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 hops. Da ist ein Blondino unter Wasser. Komm mal mit. Au. Und da ist noch was Neues. Eine Schnecke, die Blasen spuckt. Peitsch, peitsch. Ja, geh weg, du. Aha. So. Ich lasse mich jetzt einmal von den Blasen treffen, um zu gucken, was genau die Blasen machen. Die machen einfach nur Schaden. Okay. Mir schmilzt das Fleisch vom Knochen. Das klingt nicht sehr schön. Oh. So. Warum haben wir jetzt einen neuen Tagebucheintrag bekommen? Digimon. Nur ein gewöhnlicher maskierter Kannibale, der einen Riesenbumerang schwingt. Ja. Eine seltene Floschart, die voller explosiver Sumpfgase steckt.
Getötet 0. Getötet durch 2. Ah, die Schnecke. Ein schleimiges Weichtier, das ätzende Blasen von sich gibt, wenn es aufgeregt ist. Ja, na gut. Oh, der Tiki-Mann scheint tot zu sein. Bist du wirklich tot? Donk. Ist ein wenig makaber, aber ja, er scheint tot zu sein. Also wenn mein Gegner raufspringt und die werden dann so gestunt und haben die Sternchen, heißt das nicht, dass sie unsterblich sind. Oh. Oh. Und die doofen Äffchen können nicht nur Gold klauen, sondern auch Bomben legen. Wir lernen richtig viel dazu. Das ist schön. Das ist sehr schön. Neue Bomben dazu. Hops. Mal ein bisschen wagemütiger. Das Ganze. Und genau, wenn ich jetzt hier das Ding nehme. Lass es da liegen. So. Wenn ich das Ding jetzt nehme, dann klappt unter mir das Ding auf. Woran genau ist da jetzt die Todesfalle? Flop. Ja, okay, es wäre eine Todesfalle, wenn wir kein Seil hätten und wenn wir keine Bombe hätten. Aber da fand ich irgendwie die Indiana Jones Kugel ein bisschen toller. Na gut, ist Geschmackssache. Noch irgendwas Neues? Ich würde gerne nochmal eine Schnecke sehen. Oh, da ist der Typ mit dem komischen Bart. Da, mit den Augenbrauen. Oh. X. So. Ich. garstig. Ich will jetzt diese blauen Frösche mit den Augenbrauen finden. Und wir gucken, was die so können. Schwupps. Wir können ja auch ruhig ein bisschen Ressourcen verschwenden. Ist ja eh nicht wichtig hier. So. Und wenn man die Lianen oben kappt, fällt das ganze Ding runter. Ja. So, da ist ein Explosivfrosch. Ich gucke mal, ob ich die auslösen kann mit sowas hier. Wenn ich den treffen würde. Draufspringen funktioniert bei den Explosivfröschen. Und sie werden dadurch auch ausgelöst. Sehr schön. Falsch. Oh. Also Explosivfrosch, einfach einmal raufspringen und danach verschwinden. Das scheint das mittlere Wahl zu sein. Hops. Noch irgendwo irgendwas Neues? Nö, nur Äffchen. Okay, weg hier. Also was fehlt noch? Schnecke müssen wir noch genauer unter die Lupe nehmen. Und der mit dem... Der blaue Frosch, der große mit den... Augenbrauen. Oh, Zonk. Hat er mich gerade K.O. geschlagen? Du war kleiner... So... Was sind das für rote Tiki-Dinger? Das sind ganz normale Tiki-Dinger. Die pieksen auch seitlich, aber sie machen Licht. Sonst wären sie wahrscheinlich zu gemein. So, da ist ein Bombenfrosch, der viel zu weit unten liegt. Alle, ja. So, Bombenfrosch können wir dich auch anschlagen? Ja, können wir. Also Bombenfrosch muss nur einmal irgendwie Schaden bekommen. Sei es durch draufspringen, Peitsche oder sonst was. Dann wird er ausgelöst. Okay. Das hätten wir auch gelernt. Und Kisten sind viel zu schwer. Aber das wussten wir eigentlich schon. So. Einmal K.O. K.O. Ah, die können erst wieder Schaden bekommen, wenn sie aufwachen, oder wie? Komm, wach auf. Ah, so geht das. Okay, also muss sie einmal schlagen, dann sind sie K.O. Dann wach werden lassen, wieder schlagen, wieder K.O. Und irgendwann sind sie ganz tot. Wenn man denn unbedingt irgendeinen Gegner, wenn man den umbringen will. Meistens macht es wahrscheinlich mehr Sinn, einfach wegzulaufen. In der Zeit. Und dich können wir auch benutzen als... Also die roten Dinger können wir auch benutzen, wenn irgendwo ein ganz tiefer Fall ist. Einfach um dann nochmal schneller runterzukommen. Also so, hops, wenn man sie dann treffen würde. Oh, man kann von jetzt auch weiterspringen. Yeah. Ja, also von diesen roten Quietschbällchen kann man auch weiterspringen. Also als wenn man auf einer Fläche stehen würde. Jedenfalls so halb.
Oh, und da sind Piranhas. Gibt sie doch. Okay. Seid ihr instant tot oder macht ihr nur Schaden? Ihr macht nur Schaden. Was da unten ist, eine Vase, ne? Im Wasser? Ja. Genau das meinte ich gerade mit dem Weiterlaufen und Weiterspringen. Die, Äffchen. Genau, selber schuld. Oh, und nicht geschafft. X. Komm schon, ich will nur noch den... Wow. Das war nicht ich. Also es gibt auch Kisten mit Bomben drin. So. Ich muss mich unbedingt gleich dran gewöhnen, dass ich nicht mehr so schnell rumlaufe, sondern wieder sorgsamer bin. Momentan ist mir ja ziemlich alles egal. Ich will nur lernen. Aber wenn wir die Tagesquest machen, wäre das doof. Steve kaufen. Nö. Okay. Ja, ich hätte... Das war schön. Hier oben links in dem Bild da sind wir ja recht weit hin und her geschossen worden. Wir werden jetzt als Leiche auch immer weiter verstümmelt. Das ist ein sehr angepisster Ladenbesitzer. Aber ja, was ich da testen wollte, ob sie aggressiv werden, sobald die Bombe explodiert oder sobald sie eine Bombe sehen, die auf sie zufliegt. Ich glaube, es war zu dem Zeitpunkt, als die Bombe ihn getroffen hat. Weil Gegner kriegen ja auch Schaden durch die Bombe selber, nicht nur durch die Explosion. Aber gut, wir wollen jetzt mal nicht neu starten. Wir wollen fortsetzen. Genau hier. Warum ist hier eine Flasche? Huh. Okay. Rein. Und jetzt spielen wir wieder vorsichtig. Einfach nur, damit wir vor der Tagesquest uns wieder dran gewöhnen, wie es heißt, ne? Richtig zu spielen. Nicht im Forschermodus alles durchzutesten. So, du kannst weg. Du hättest eine Schlange sein können. Na komm. Willst du mich doch verarschen? So. Oh, das war Fehler Nummer 1. Ich hätte das Ding mitnehmen müssen und dann... Ja, okay. Genau deswegen habe ich das gemacht. Sonst wäre das jetzt die Tagesmission gewesen. Es wäre alles wieder für die Katz. Also ja, nicht wirklich. Aber es ist schon ärgerlich, wenn man ein Herz verliert in der ersten Etage gleich. Kein gutes Omen. So. Oh, genau. Und ich kann noch was testen. Und zwar wollte ich jetzt testen, wie sie es mit den Seilen runterschmeißen. Also, wenn ich einfach nur Y drücke... B drücke... Schmeiß eine Bombe, das war schon mal falsch. Wenn ich Y drücke, macht dann Seil nach oben. Wenn ich nach unten drücke, ja, einfach nach unten gucken und Dingens. Was ist, wenn ich an einem Abhang hänge und dann nach unten drücke und Y? Dann wirft er nach oben. Okay, das ist nicht gut. Also wir merken uns, nur wenn wir so gekauert liegen und nach unten gucken und dann Y drücken, geht es nach unten. Wie nah müssen wir dran sein? Ich probiere mal von hier. Macht er nicht. Okay. Das hätte wahrscheinlich hier stehen müssen. Ja, okay. So. Du kommst mal mit. So. Du kommst mal mit. Au, falsche Richtung geschmissen. Du löst keine Spinne aus. Okay. So. Komm mit. Oh, zing. Wir sind schon recht lange auf der Etage, kann das sein? Au. Wegen Geist und so. Aber das Büsschen nehme ich noch mit hier. Zing, 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 zing. Zing, zing, zing. 12.000, ja. Wenn wir jetzt mal einen Shop finden, könnten wir auch mal Sachen kaufen, die wir normalerweise nicht kaufen. Einfach nur um zu gucken, was die so bringen. Nicht schön, aber wir haben was dazugelernt. Da oben ist eine Falle. Du könntest ein Skelett sein, bist du aber nicht. Da ist eine Spinne, die tangiert uns nicht. Da ist eine Spinne, die auch nur rumkreucht. Aber ja, da könnte was drin sein.
Jo, siehst du mal. Ja, Fledermäuse auf keinen Fall nah rangehen. So anderthalb Körper Entfernung von denen weg machen die noch Schaden. Also, genau, du hättest ein Skelett sein können. Was haben wir da unten? Ah, eine Schrotflinte und so eine komische Pistole. Ja, die Schrotflinte, ich weiß ja nicht. Wie teuer war die? Weil die müssen wir auch mit uns rumtragen. Ich denke, das ist nicht so toll. Man hat die begrenzte Munition. Also bei den Ladenbesitzern scheinen sie unendlich Schuss zu haben, aber ich denke mal, bei uns wird das anders sein. Au, 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 au.